Ja, hallo, liebe Leute, zur finalen Folge unseres Let's Plays mit den King. Ja, was machen wir heute? Wir werden auf jeden Fall unsere Steuerverschwendung endgültig in den Griff kriegen. Das ist noch ein Ziel, was ich habe. Es ist nicht mehr viel. Das kriegen wir auch hin, denke ich, heute. Packen, machen die Steuerverschwendung komplett weg. Ich denke, das ist ein schönes Ziel. Wir werden noch auf Belagerungsartillerie umstellen müssen. Wir werden dafür wahrscheinlich auch noch mehr Elektrofabriken brauchen. Und dann, oh, eine traurige Katastrophe. Nachdem die monumentale Britannik, wir erinnern uns, letzte Folge, da wollte jemand ein riesiges, luxuriöses Dampfschiff bauen, das es so noch nie gab auf der Welt. Na? So, nachdem die monumentale Britannik die Werften von Ye und Gnam verlassen hatte, dauerte es nicht lange, bis die Tragödie ihren Lauf nahm, als ein Teil ihres Rumpfes mit einem ebenso imposanten Eisberg kollidierte. Das heißt, wir haben eigentlich die Titanic gebaut, ja? Eine Tragödie. Ja, geil. Ich erinnere daran, wir haben für den Bau der Britannik 10% Prestige bekommen und jetzt kriegen wir 15% abgezogen und 2% Radikale. Ja, danke für nichts, ne? Vielen Dank für nichts, ja. Oh Mann. Genau, Belagerungsartillerie wollen wir umstellen. Wir haben 25.000 Bürokratie. Das heißt, wir werden auf jeden Fall an unseren Institutionen noch schrauben. Was brauche ich hier eigentlich für die letzte Stufe? Wahrscheinlich die Malaria-Vorsorge, ne? Oder das Antibiotika. Ich denke, dann packen wir die Polizei auf Max. Das sind auf jeden Fall 6.000, 12.000. Und dann machen wir die gefährlichen Arbeitsbedingungen noch eins hoch. Ich glaube, das können wir hier auf jeden Fall noch reinstecken. Jetzt haben wir schon wieder eine Sezession. Kulturen Moron. Wo zum Geier ist denn Moron? Tabak? Versessenheit auf Tabak. Südostasiatische Herkunft. Malaiisch. Heimatländer. Philippinisch Mindao, Mindanao, Luzon, Kinkisch Luzon. Wieso? Wo kommt denn da jetzt eine Sezession? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn mit unserem Geld hier oben? Was ist da denn passiert? Was? Naja, gut. Gut, aber der Investitionsfonds ist jetzt fast leer. Wir haben über 300 Millionen Investitionsfonds leer gemacht. Das heißt, diese 400.000, die bezahlen wir bald selber. Aber das ist ja kein Problem. Also wir machen auf mittlerer Steuerstufe bei vollem Bau offensichtlich fast 1 Million plus. Also Katastrophe, ne? Na gut, ich werde jetzt die Steuern nicht reduzieren, weil wir brauchen das Geld gleich. Was soll das? So, und als letztes Ziel haben wir heute, wir sind ja bildungstechnisch auf Platz 2, haben wir gesehen. Ganz knapp 0,2 hinter Sambas. Nach unten hin haben wir 3% Vorsprung. Da kam ein schöner Hinweis, wir werden Sambas einfach einnehmen. Ja, dann sind wir mit Abstand das gebildetste Land und unsere Bildung sinkt ja durch die Einnahme auch nicht. Die würde ja steigen, theoretisch, weil Sambas gebildeter ist als wir. Wo ist das denn? Wo ist denn dieser Spaß? Sambas. Britischer Markt. Sambas ist eine Marionette der niederländischen East Indie. Die sind ein Dominion der Niederlande und die Niederlande hat ein Bündnis mit Großbritannien und Belgien. Das heißt, das gibt einen Weltkrieg, ne? Und einen Verteidigungspakt. Ja gut, mit Lübeck. Das gibt einen Weltkrieg. Die Ionischen Inseln wollen einen Verteidigungspakt. Nope. Das gibt einen Weltkrieg um Sambas. Wie viel Sezession wollen sie haben? Was ist das denn? So, die Morone-Bevölkerung. Wo zum Geier ist das? Ich sehe keine Front. hier? Nee. Hier? Nee. Wo zum Teufel? Okay, wir gehen erst hier mal raus. Hier. In Mindanao. Wieso kommt das denn jetzt? Ja, warum auch immer. Und da kommt eine Schaden. Warum kommen jetzt so viele Sezessionen, bitteschön? Öl entdeckt. Das werden wir gleich ausbauen. Wo? Na toll, eine. Ja. Das werden wir direkt ausbauen. Und dann werde ich auf Belagerungsartillerie umstellen. Ich glaube, das können wir machen. Wenn ich jetzt sage, alle Einheiten aufwerten, müsste das schon automatisch gehen.
Drück mal drauf. Dann müsste jetzt gleich eine Funkproblematik aufpoppen. Und das heißt, wir werden eine unserer Elektrofabriken werden wir umstellen. Mal auf Funk. Zack. Und gucken mal, ob das reicht. So, gleich die nächste Sezession. Wo kommt die? Achtung. Ein bisschen wild, ne? Also wir müssen hier wahrscheinlich wieder eine Marineinvasion machen, weil da wieder keine Front ist. Das ist schon ein bisschen... So, da ist die nächste. Die ist hier. Okay, die ist nicht so schlimm. Die haben auch keine Truppen. Da kann ich hier dieses Dreierbataillon nehmen. So, und mobilisieren. Und hier an die Front stellen. So, und für den anderen Krieg nehme ich hier die kleine 46er. Also was Kleineres habe ich, glaube ich, nicht. Und ihr macht hier gleich eine Marineinvasion, wenn es losgeht. Müssen wir so machen. Was ist hier los? Niedrige Organisation. Ja, aber die baut sich ja jetzt auf, oder nicht? Ach so, nee, tut's nicht. Na ja, dann nehme ich doch einfach eine Artillerie raus. Jetzt baut sich's auf. Es reichen ja zwei Bataillone, weil auf der anderen Seite... Obwohl... Er hat eine Grabeninfanterie. Und ich habe eine Grabeninfanterie und eine Belagerungsartillerie. Na, das sollte doch gehen, oder? Das sollte doch gehen. So, wir gucken mal auf den Markt schnell. Fleisch ist immer noch teuer. Uns fehlen 2600 Fleisch. Da lässt sich aber noch was tun, denke ich. Mechanisierte Schlachthöfe, ne? Wenn ich alle umstelle, macht das wie viel Fleisch? Genau 2500. Machen wir's. Denke, dann haben wir es im Griff. Dann ist Fleisch erstmal weg. Holz ist wie immer ein Problem. Da müssten wir mal mit Strom arbeiten, tatsächlich, denke ich. Wir können auch immer noch mehr Autos gebrauchen. Habe ich nicht nochmal Elektrofabriken gebaut letztes Mal? Nicht Elektromotorenfabriken gebaut irgendwo? Nee. Könnten wir nochmal welche bauen, denke ich. Erstmal Blei. Erstmal Blei. Ah, die habe ich schon gequeued. Okay, Gesetz erreicht Abstimmung, das ist gut. Blei habe ich schon gequeued. Zucker haben wir ja nicht so viel. Okay, wir müssen bei Holz mit Elektro arbeiten. Jetzt mache ich erstmal meine Marineinvasion schnell. Dann ist das erledigt. Fließbänder brauchen wir nicht. Wir haben genug Pops. Das bedeutet, Holz, Holz, Holz. Wo sind meine größten Holzwerke? Gehen wir da doch mal hin. Warum ist bei Kohle hier nicht richtig eingestellt? Haben wir wieder irgendwas erobert, ne? Wo es nicht umgestellt wurde. So. So, dann lass mich mal gucken. Die Holzfäller, die arbeiten doch alle... Junge, sind das viele. Arbeitet da schon irgendjemand mit Strom? Muss eigentlich. Oh, wie lang kann die Liste sein, bitte? Was, zur Hölle? Nee, da arbeitet tatsächlich einer nicht mit Strom. nicht mit Werkzeugen. Okay, das heißt, wir haben noch nirgends Strom. Oh Gott, das heißt, haben wir irgendwo... Dann gehen wir doch mal... Boah, puh. Da kommt die nächste Sezession. Was ist denn jetzt los? Warum kommen denn da so viele Sezessionen? Was ist denn das? Das ist ja der Wahnsinn. Boah, die Liste ist aber... Hier, Nordmandschurei, Südmandschurei. 34 und 25. Das ist... Da sehe ich mich. Der nächste Krieg. Aber das müsste hier eigentlich gut laufen. Das hier unten müsste... Ah, das ist schon erledigt, ne? Ja. Da kann ich wieder demobilisieren. So. Was ist hier jetzt? Reicht das hier mit 2 gegen 2 oder was? Kommt da mal ein Angriff? Achso, das steht ja nicht auf Offensive. Doch. Hä? Ah, hier. Ja, okay. Es ist aber gar nicht so deutlich, wie ich dachte. Aber wir machen das. Okay. So. Südmandschurei. Südmandschurei hat was? 25 Holzfäller. Wenn ich die auf Elektro stelle, brauche ich wie viel? 100. Ja, das ist ja nicht viel, ne? Das ist ja wirklich nicht viel. Habe ich noch genug Infrastruktur? Bauen wir 5 Kraftwerke. Das gleiche machen wir dann in der Nordmandschurei.
Infrastruktur ist vorhanden. Oh, da sind schon Kraftwerke gebaut, wo niemand arbeitet. Hatte ich das schon geplant hier? Dann kann ich hier schon mal auf Elektro stellen. Dann wird auch gearbeitet. Verzweifelte Maßnahmen. Die Sorge um das Wohlergehen von Kaiser Tong Aizin Chioro nahm im ganzen Land zu, seitdem er nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Seine Ehefrau gestand daraufhin unter Tränen, dass kein Arzt in der Lage zu sein scheint, ihn zu heilen. Oh oh. Okay, 66% Chance, dass gar nichts passiert. 85% Chance, dass gar nichts passiert. Ja, das nehmen wir doch das. Ansonsten kriegt er psychologische Gebrechen. Gucken wir mal. Haben wir die 15% getroffen? Ja, wir haben die 15% getroffen. Oh, und hier ist die Nationalgarde. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt kommen sie mir hier an mit so Sachen wie Frauenwahlrecht und so ein Zeug. Das machen wir nicht. Da könnten wir, ich finde Gehaltssubventionen eigentlich noch eine schöne Sache, die wir machen könnten. Ich glaube, das machen wir als nächstes. So, ist das Ding hier besetzt? Haben wir das geschafft oder was? 75%, okay. So, und dann kommt gleich die nächste Sezession, wenn ich es richtig... Ah ne, die ist wieder weg. Ich muss jetzt, bevor ich Krieg gegen Großbritannien führe, müssen diese ganzen Sezessionen weg sein, sonst wären wir hier nicht glücklich, ne? Das müsste eigentlich erledigt sein. Ne, immer noch nicht. Oh Mann, hey. Bisschen lästig und es fehlen uns schon wieder Schiffe. Ne, jetzt nicht. Hä? Also manchmal... Wir bauen mal gleich noch mehr Schiffe. Die werden wir bei einem Krieg gegen Großbritannien auch brauchen. Mehr Schiffe. Also Konvois. So, das müsste doch dann erstmal reichen. Dass wir endlich mal unsere Konvois zusammenkriegen. So, das ist auch vorbei. Ihr könnt euch jetzt irgendeiner Truppe anschließen. Meinetwegen der 51er, ist ja wurscht. Alle rüber. Los geht's. Dann ist die weg. Öl in Shandong. Sehr schön. Mehr Öl. Dann können wir auch wieder Autos bauen. So, das haben wir erledigt. Da kommt die nächste Sezession. Jetzt haben wir eine Warenzufuhrknappheit von... Was? Weil die mir den Laden hier wieder umgestellt haben, fürchte ich. So. Gut. Wo gehen die denn jetzt hin? Ach, hier rüber. Ach, ich habe hier drüben noch so viele, ne? Das ist die Frage, wo kommt die Sezession? Die muss ich dann auch nach Hause holen. Wo kommt die jetzt? Sehe ich nicht. Müssen wir auch erst niederschlagen. Es ist ein bisschen lästig. Warum kommen jetzt so viele Sezessionen? Was haben wir denn gemacht? Wir haben doch auf Glaubensfreiheit gestellt. Gefällt Ihnen das nicht? Oder wie? Ich weiß auch nicht. So, jetzt kommt die Unternehmensführung. Danach gucken wir jetzt nochmal beim Militär, ob wir nicht... Oh ja, das automatische Maschinengewehr ist gleich noch da. Das ist super. Das hilft uns auch im Krieg. Betonbefestigungen. Unteroffiziersausbildung wäre noch nicht schlecht, ne? Um dann voll gegen den Briten zu gehen. Oder die Zerstörer. U-Boote. Es gibt schon für kriegstechnischer Sicht gibt es schon noch ein paar coole Dinge, die wir brauchen könnten. Also das MG-Geschütz ist auf jeden Fall super. Gehen wir dann in die Unteroffiziersausbildung. 33 Monate. Das sind 2,5 Jahre. Und dann noch den Krieg führen. Ne, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Das kriegen wir nicht mehr. Ich nehme auf jeden Fall die U-Boote noch mit, weil wir müssen ja auch noch ein Jahr auf die Unternehmensführung warten. Das passt schon. So, die Sezession ist wieder verschwunden. Die kommt immer und geht wieder. Das ist ein bisschen lästig tatsächlich. So, Elektrizität in Shandong ist knapp. Warum? Ui, was zur Hölle? Stelle ich um auf Kohlekraftwerk, dann passt es ja wieder. Die Möglichkeit haben wir ja jetzt. So, sehr gut. Was wird hier so viel gebraucht? Achso, die Elektrofabrik braucht jetzt Elektrizität, weil sie Funk produziert, ne? Funk ist plus 6 auf dem Markt. Ja, das ist super. Arbeitsschutzamt auf 2 erhöht. Wir haben hier ein Vorankommen. Das sieht gut aus. So, jetzt machen wir noch ein bisschen was für die Regierungsverwaltungen.
Telefone. Hier in Chongqing auch. Das wird teuer. Telefone. 500. Oh, in Formosa ist noch nicht eine einzige Regierungsverwaltung. Das ist schon ein bisschen wild. Ne? So, warte mal. Wir machen es jetzt ganz anders. Wir machen jetzt den harten Weg. Das haben wir schon. Die Häfen können übrigens alle modern arbeiten. Die Regierungsverwaltung stelle ich jetzt alle... Ja, ja, auf Telefone. Ich mache jetzt gar nicht mehr lang rum. So, warte mal. Beim Wolkenkratzer können wir... 25% Handelsroutenmenge. Oh, da 25% Regierungsverwaltungsdurchsatz ist halt auch geil. Luftschiffanleger, können wir mal mitmachen. Handelsroutenmenge wäre auch nicht verkehrt, aber gut. So, jetzt haben wir alles umgestellt. Jetzt machen wir tatsächlich Minus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wahrscheinlich... Jetzt brauchen wir mehr Telefone, ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Elektrofabriken bauen. Die kriegen wir doch noch irgendwo unter. Guck mal, Formosa. Formosa. 50 Stück. Yangho. Ja, 50 Stück. Nein, da. Die können im Zweifel auch noch mehr Funk produzieren. Und dann auch nochmal für Motoren, würde ich sagen. Weil Autos werden auch schon wieder teuer. Industrie, Motorenwerke. Wo sind sie denn? Wo haben wir die meisten Arbeitslosen? In Henan. Da sind aber schon 50. Oh, oder in Hunan. Das ist auch ein schönes Gebiet. Gucken wir mal rein. Ja, da hat es auch noch 3 Millionen Bauern. Das ist ja unfassbar. Das heißt, die kriegen erstmal 10 Eisenbahnen. Vollgas. Dann kriegen sie 50... nicht Elektro. What the fuck? Film freigeschalten, 5% Prestige, nehme ich. Motorenwerke, bitte. 50 Stück. Und 40 Kraftwerke. Ja, 42 waren es, ne? So. Für mehr Autos. Für viel mehr Autos. So, wir haben aktuell keinen Krieg mehr, wir haben keine Sezession mehr. Es sieht jetzt aktuell ganz ruhig aus, glaube ich. Wir sind jetzt auf 1,1 Milliarden. Das läuft sehr gut. So, und jetzt müssen wir nochmal nach der Steuerverschwendung gucken. Ja, wir haben immer noch Gebiete mit Steuerverschwendung, obwohl wir überall mit Telefonen arbeiten. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch Gebiete mit viel zu viel, ne? Da können wir auf jeden Fall Regierungsverwaltungen abreißen, würde ich sagen. Wenn ich in Chongqing mal 10 rausnehme, was bedeutet denn das? Und schon ist es verschwunden. Ist es jetzt ins Negative gegangen? Nee, oder? Das kann doch nicht aus 1600... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft? Wo ist es denn hin verschwunden? Nee. Plus 900 noch. Das ist okay, das ist okay. In Peking nehmen wir auch mal 10 raus. Müsste dann trotzdem passen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir hier gucken. Ja, es passt trotzdem. Spart uns ein bisschen Geld. So, und dann werden wir mehr bauen, tatsächlich. So, in Formosa. Was macht denn jetzt eine Regierungsverwaltung mit Telefonen eigentlich? Kann man das irgendwo simpel sehen? Hier vielleicht. Dass wir das uns mal irgendwie ausrechnen können. Wir haben hier was? 3 Regierungsverwaltungen und die machen... Okay, 3 Stück machen fast 100. Sagen wir 90, ne? Sagen wir 90. Ja, aber das ist halt schwer. Schwer zu rechnen dann. Aber wenn wir dann 600 brauchen, dann sind das... Ja. Da müssten doch dann 10 Stück reichen, oder locker. Da müssten doch dann 10 Stück locker reichen, ne? Das sind dann... Ne, Moment. 3 machen 90. Dann sind 30, 900. 25. Fangen wir mal mit 25 an. Für 600. Ich glaube, das ist okay. Hier müssten dann 20 reichen. Machen wir mal 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Ich will die Steuerdings da in den Griff kriegen.
5, 5, 1, 1. So, das müsste dann erstmal reichen. So, hier ist das automatische Maschinengewehr. Das werden wir der Mobilisierung natürlich direkt reinpacken. Da müssen wir nochmal nach Munition und Handfeuerwaffen gucken. Oh, das wird mega. Was gibt das gleich nochmal? 5 Offensive, 10 Defensive. Das ist sehr gut. Her damit. Das nehmen wir aber... Oh, da unten ist noch eine Mini-Armee. Die hat gar nichts. Was ist das für eine Armee? Bitte. Das ist so ein einzelnes Ein-Mann-Bataillon. Das braucht ja niemand. Abflug. Kannst du dich irgendwo anschließen? Ach, das sind wieder die Kautschuk-Barone. Das interessiert uns nicht so. Oh, wir sind jetzt von der Bildung her wahrscheinlich sowieso auf 1 mit 86%. Aber Sambas werde ich jetzt trotzdem noch angreifen. Es gibt nochmal einen Krieg gegen den Briten. Da wollen wir uns doch noch einmal messen zum Abschluss, denke ich. Ansonsten haben wir fast alles erreicht, glaube ich. Wir machen fast 1 Million plus. Es ist so abartig. Es ist so abartig. Das ist krass. Wir haben mittlerweile Goldreserven von 111 Millionen. Ich glaube, damit können wir super in den Krieg ziehen. Gesetz erreicht Entwurf. Großbritannien stellt sich auf die Seite der Nieder... Okay, die haben schon einen Krieg. Das heißt, da machen wir... Das nutzen wir jetzt gleich, würde ich sagen. Wir bringen euch wieder nach Hause. Dann legen wir los. Kommt ihr zurück? Jupp. Und dann gehen wir nach Sambas rein und machen hier nochmal einen schönen dicken Krieg. Wir sind auf 37 Verrufenheit. Da wird hoffentlich nicht die ganze Welt mit reingehen. Hoffe ich zumindest sehr. Vielleicht können wir auch noch... Wir könnten wahrscheinlich Leute beeinflussen dann. Aber vielleicht probieren wir ein 1 gegen 1 gegen den Briten. So zum Abschluss. Was hat er denn? Hat er mittlerweile? Ja, er stellt gerade um auf Belagerungsartillerie. Okay, das wird spannend, Leute. Das wird spannend. Dann gehen wir jetzt hier in Sambas rein. Start erobern. Los geht's. Oh, die Sozialdemokratische Partei hat sich gegründet aus den Streitkräften. Okay. So, hier gehen wir raus. Oh, die Pariser Kommune führt zeitgleich Krieg gegen die Niederlande für den Vertrags-Oman, für Fee, für Alri... Okay, das kommt natürlich sehr gelegen. Und wir führen Krieg. Bin mal sehr gespannt. Oh, wir können die Pariser Kommune tatsächlich nicht beeinflussen. Okay, wir machen ein faires 1 gegen 1 gegen Großbritannien. Schauen wir mal, was passiert. Gehen wir da mal rein. Mal gucken, wer sich alles auf diese Seite stellt. Gao Sun von den konfuzianischen Gelehrten wurde gesehen, wie er für eine Partei gepredigt hat. Ja gut, das ist in Ordnung. So, Großbritannien stellt sich auf die Seite. Ja, das war erwartbar. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mann, zu viele Fenster. Muss meine Regierung... Nee, brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Warte. Wir haben wieder 5 Millionen Fronten überall. Hm, 612 Bataillone. Was will er denn haben? Ja, ich habe gesagt, ich will ein 1 gegen 1 machen, aber... Ostborneo, ja, wir machen 1 gegen 1. Ich gebe doch nicht Ostborneo ab. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt haben wir 10 Millionen Fronten. Das ist super cool. Los geht's. Würde ich mal... Na? Wieso kann ich den nicht in die Front schicken? Ah, ja. So, auf geht's. Auf jeden Fall die Front hier dick halten, glaube ich. So, kommt ihr mal alle hier rüber. Oh, ihr braucht hier ganz dringend noch einen General.
So, da sind alle an der Front. So, dann müssen wir auf jeden Fall... Haben wir jetzt alles mobilisiert? Ich glaube schon, oder? Ne, hier ist noch eine. Die noch gar nicht da. Hä? Ich hab sie doch mobilisiert. Ja, ich lass mal kurz laufen. So, wieder Pause. Müsste doch jetzt alles mobilisiert sein, oder? Ne, hier ist noch eine 89er. Da ist noch eine 53er. Ah, das sind die auf dem Rückweg, ne? Ja, das sind die auf dem Rückweg. Die sind noch nicht ganz da. Hier kommt auch hier hin. Und die 53er. Gehen wir hier hin. So, jetzt müssen wir aber alle mobilisiert haben, oder? Ich glaube, ja. Ja. Gut. Wir haben alles mobilisiert und machen 7000 minus. Was zur Hölle? So. Sehr gut. Wer ist denn da jetzt alles drin? Nur Großbritannien. Okay, okay. Das ist ja nicht so schlimm. Sollen wir noch? Sollen wir noch? Also ich hätte gute Lust jetzt, warte mal, das sind aber ziemlich viele Fronten, sehe ich gerade. Das ist... Warum sind hier so verflixt viele Fronten? Das ist ein bisschen nervig. Wartet mal. Wartet mal. Brauchen hier noch eine Armee. Welche Armee ist das denn hier? Die Indochina-Armee. So, du gehst dahin. Dass wir diese Fronten irgendwie besetzt haben. So. Ich glaube, das ist so eigentlich eine ganz gute Idee. Was ist hier denn schon wieder? Niedrige Organisation. Hä? Da habe ich doch einen General reingesteckt. Der hat doch da einen General angestellt, oder nicht? Wo ist der denn hin verschwunden? Seltsam. Seltsam, seltsam. Naja, egal. So, ihr steht auf Offensive, das passt. Er steht auf Offensive, müssen wir das hier einnehmen, relativ zügig. Der Österreicher. Ach so, der ist wieder mit seiner Republik hier beschäftigt. So, ich glaube... Soweit passt das erstmal, oder? Gott, ist da Truppenbewegung. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. ...25, 30. Das wird ziemlich wild, ne? Wisst ihr, worauf ich jetzt noch Lust hätte? Wisst ihr, worauf ich jetzt noch Lust hätte? Das machen wir doch jetzt zum Abschluss. 4 Jahre vor Schluss, oder? Wisst ihr, worauf ich Lust hätte? Ah, dann geht aber wahrscheinlich die ganze Welt rein. Ich hätte jetzt gesagt, wir erobern jetzt noch London. Aber es gibt 42 Verrufenheit. Dann gehen wir auf über 80 hoch. Dann joint wahrscheinlich noch die halbe Welt hier auf dem letzten Meter, ne? Soll das ausprobieren? Soll das ausprobieren? Gucken wir mal. Ob da jetzt noch die halbe Welt reingeht. Oh Gott. Ob das jetzt ein Fehler war? Sieht aber nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus, als ginge noch die halbe Welt mit rein. Warum ist hier denn eine Nuller-Armee? Achso, da habe ich Käse gemacht, ne? Deswegen ist der... Oh Mann, ja. Das ist die 19. Armee. Habe ich Quatsch gemacht. Naja. Da fehlt ein General. Da müssen wir gleich was tun.
Da ist die 19. Armee. Geh mal darüber, mein Freund. So, und irgendwo fehlte wieder ein General. Oh, das ist immer das Schlimmste. Also, hier ist doch wieder was weggestorben. Wir kriegen aber auch keine gescheiten Generäle mehr, ne? Nur noch Schrott. Nur noch Schrott. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die... Jetzt geht nämlich gleich los, dass die alle richtig eingestellt sind. Defensive. 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 Oh, die haben alle so miserable Organisationen. Das ist unfassbar, weil wir wieder verpasst haben, dass... So, und ihr seid auf Offensive. Das ist in Ordnung. Hier unten passt es auch überall. Ja, okay, dann können wir mal jetzt reingehen. Okay, es ging sonst niemand mehr rein. Wir haben jetzt einfach die Home-Counties noch hinzugefügt. So, Freunde. Jetzt wollen wir doch mal gucken hier. Oh, die Niederländer. Jetzt haben sie eingelenkt. Jetzt haben sie eingelenkt, weil wir die Home-Counties noch hinzugefügt haben. Ich fasse es nicht. Was? Oh Gott, die geben einfach auf. Das ist doch Kacke. Das wollte ich jetzt kämpfen. Mann, das ist echt schade. Was haben wir denn hier noch? Migrationsanziehung, Einfluss, weniger Radikale. Hier, 5% Armeeoffensive, her damit. Führen wir dann noch... Wir machen 1 Million plus. Was machen wir denn auf höchster Steuerstufe? Auf höchster Steuerstufe würden wir 2,3 Millionen plus machen. Toll. Ja, toll, jetzt wollte ich noch einen fetten Krieg gegen Großbritannien führen. Jetzt geben sie einfach auf, ne? Und jetzt habe ich Waffenstillstand mit Großbritannien, oder? Ne, nur mit der Niederländisch East Indie. Sie haben einfach aufgegeben. Naja, gut. Damit haben wir ja... Ja, schade, ne? Wirklich schade. Guckt euch mal Niederlande an, das ist so abartig. Niederlande besitzt fast halb Afrika. Preußen stellt sich auf die Seite. Was ist eigentlich mit Preußen los? Also wir haben immerhin 229 Bataillone. Aber gut. Ja. Ja, wir haben einfach zu viel Geld und zu viel, also wir haben von allem zu viel. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich die Armee vergrößern auf 1000 Bataillone. Das wäre halt wahrscheinlich auch mal ganz lustig. Tja, wir haben einfach viel zu viel Geld, ne? Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben zu viel Geld. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ja, wir könnten die Steuern senken für den Lebensstandard, aber ganz ehrlich, wir sind in der letzten Folge. Ich weiß sowieso nicht mehr, wo ich noch hin soll. Den ganzen Quatsch hier noch bauen. Dann kommen noch die Regierungsverwaltungen. Oh Gottes Willen. Ja. Dann könnten wir noch Kasernen bauen. Oder wir gehen halt armeetechnisch wirklich irgendwo nochmal rein. Stelle ich die Steuern doch mal runter. Kann ich sie ganz runterstellen? Könnte ich. Wir stellen sie eine Stufe runter. Die Leute wird's freuen. Guckt euch die Menge an Kriegen an. Ziehen wir dann noch gegen den Briten in den Krieg? Das ist die große Frage. Ich hätte irgendwie Lust. Er hat jetzt gerade umgestellt auf Belagerungsartillerie. Das heißt, wir sind wieder gleich auf. Das heißt, dazu müssten wir eigentlich die Marine vergrößern, wenn man ehrlich ist. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. 16 und 24 sind 40. Okay, dann brauchen wir noch 10 mehr. Dann ist das auch eine 100er Flotte. Seewegestrategie verbreitet sich. Das ist nicht verkehrt. Ja.
Falls das danach noch nicht fertig ist, helfe ich noch ein bisschen mit, bevor ich hier reingehe. Also zu Panzern kommen wir nicht mehr. Also da merkt man, mit Waldeck kamen wir bis Panzer. Da merkt man einfach, dass wir halt von Anfang an zurückständig sind. Also China ist zurückständig, hat zu wenig Bildung. Da kommst du einfach nicht so weit. Auch wenn wir jetzt das gebildetste Land der Welt sind und Innovation haben bis zum Umfallen von 180, schaffen wir es nicht zu panzern bis 36. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schaffst du einfach nicht. Dabei haben wir ja alles dafür getan, wenn man ehrlich ist. Aber gut. Denke, oh, die Kaiping-Minen steigen wieder für mehr Technikverbreitung. Das ist gut. Das heißt, die Kohleminen und die Eisenbahnen sind wieder produktiv. Wir haben übrigens fast 400 Eisenbahnen gebaut. Ich darf mal auf die Institutionen hinweisen. Wir geben 117.000 Bürokratie für Institutionen aus. 117.000. In unserer Multiplayer-Runde frage ich mich gerade mit Großbritannien, wie ich an 1.000 Bürokratie komme, um den Suezkanal zu vermessen. Das ist absolut abartig. Es ist absolut abartig, wie gigantisch größer hier alles ist. Das ist unglaublich. Ich glaube, die Elektrofabriken haben wir jetzt im Griff, ne? Wir brauchen Wein. Oh Mann, und guck mal hier. Holz, wo kommt die Junge? Es ist alles so teuer. Glas können wir auf jeden Fall was tun. Wir haben ja jetzt wieder Öl. Ich glaube, das würde jetzt halt, produktionstechnisch würde das Land jetzt halt einfach noch weiter explodieren. Ich glaube, es wird jetzt immer krasser. Also, wir haben jetzt einfach mal umgestellt auf Öl, stecken hier 3000 Öl rein. Wir produzieren einfach 13.000 Glas hier. Das Ding hat einen wöchentlichen Saldo von 108.000. Nur eine Fabrik, ja? Nur eine verfluchte Fabrik. So viel BIP haben manche Länder nicht, ne? Das ist so krank alles. Unglaublich. Es ist einfach komplett abgefahren. Was man jetzt tun könnte, wäre halt wirklich versuchen, die Radikalen zu senken, den Lebensstandard weiter zu erhöhen, sodass man nicht mehr auf diesen Bonus von der Kirche angewiesen ist. Dann die Kirche schwächen und dann die Monarchie abschaffen. Ne? Das wäre jetzt halt was, was man in Zukunft treiben könnte, wenn man den Spielstand weiterspielen würde. Aber jetzt ist es finanziell doch interessant geworden. Bleiben wir doch mal in der Mitte. Lebensstandard von 12, darf ich anmerken. Radikale unter 100 Millionen gesunken. Ja, sie gehen zurück. Die Loyalisten kommen wieder. Ja, man kann das jetzt schon in den Griff kriegen allmählich. Man könnte auch noch weiterspielen bis zu einer Milliarde Einwohner. Oh je. Achso, das Geld geht weg, weil die Regierungsverwaltung jetzt kommen und die Kraftwerke, ne? Ja, ja. Das muss man halt auch erstmal in den Griff kriegen. Hier kommen Motorenwerke. Wo stehen wir preislich eigentlich bei den Motoren aktuell? Die sind halt wahrscheinlich kaum... Ah, doch. Geht sogar. Naja. An die Regierungsverwaltung. Wir können hier auf jeden Fall... Ah, die produzieren schon Autos. Ja, wir bräuchten viel mehr Autos. Unglaublich. Wo stehen wir jetzt mit Telefonen? Haben wir 2200 zu viel? Da kann man doch bestimmt was exportieren. Ein bisschen was zumindest. Ja. Ansonsten. Da geht nichts mehr. Ich glaube, wir haben den Weltmarkt gesättigt mit unserem Zeug. Ich glaube, das kann man so sagen. Oh Gott. Kanonenwaffen. Ja, wir haben nichts mehr, was supermäßig billig ist. Also wir kriegen das Zeug schon gut los mittlerweile. Also Obst werden wir nicht mehr los. Da gibt es niemanden mehr, der da irgendwo Interesse hat. Dünger haben wir, glaube ich, noch nie geguckt. Dünger können wir ein bisschen loswerden. Ne, das sind immerhin mal knapp 1000 Dünger, den wir hier jetzt noch in den Weltmarkt kippen. Gibt es mittlerweile noch mal jemand, der Luxusmöbel braucht? Ne, da haben wir alles geflutet, glaube ich. werden wir nichts mehr los. Werden wir Werkzeuge los? Ne, das braucht auch niemand. Lebensmittel braucht niemand. Ne, es gibt nichts mehr, was wir loswerden könnten.
Das ist Möbel vielleicht noch. Nee. Nichts mehr. Werden nichts mehr los. Ja, wir müssten eigentlich jetzt beim Holz noch gucken, ob wir... Hier ist noch eine 20er. Ja, du brauchst halt auch kaum Kraftwerke dafür. Das ist irgendwie... Wir könnten jetzt überall dort, wo Holz ist, damit wir unseren Holzpreis mal wieder in den Griff kriegen, auf Elektro umstellen. Das ist aber ziemlich aufwendig, wenn man ehrlich ist. Da musste ich jetzt diese ganzen, überall, wo es da so ein bisschen Holz gibt. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu aufwendig. Haben wir noch irgendwo größere? Schade, dass man das hier nicht nach Größe sortieren kann. Geht das vielleicht hier rüber? Ja, sehr gut. Gizu wäre noch interessant. Ratchasima wäre noch interessant. Das können wir doch noch machen, oder? Ah, der hat doch sogar schon Strom, der nichts wert ist. Das ist doch wunderbar. Da können wir direkt umstellen auf Elektro. Für mehr Holz. Da haben wir es in Gizu gemacht. Wie sieht es hier aus? Wo ist das? Hier. Hat es hier auch schon Strom? Nein, hier hat es noch keinen Strom. Baust du zwei Kraftwerke rein? Können wir das auch umstellen? Sehr gut. Sichuan, haben wir das gleiche. Hat es hier schon Strom? Nein. Zwei Kraftwerke. Das kriegen wir nie mit, wenn das produziert wurde. Ich sage euch jetzt schon, dass ich das nicht mehr umstelle vor Ende des Spiels. Hä? Das ist, da denke ich doch in 100 Jahren nicht mehr dran, dass ich hier jetzt zwei Kraftwerke gebaut habe. Laos haben wir gemacht. Äußere Mandschurei haben wir gemacht. Lhasa. Zwei Kraftwerke. Nordborneo. Da hat es wahrscheinlich auch noch keine Kraftwerke. Zwei Kraftwerke. Kriegt sogar Borneo schon Strom. Guyana. Da arbeitet doch... Haben die mittlerweile Migration? Nö, haben sie nicht. Aber sie haben ihre Sachen trotzdem vollgekriegt. Sie haben einen guten Bevölkerungswachstum. Freut mich für sie. Können sie auch, kriegen sie auch ein bisschen Strom. So, da hat es noch einige 20er. Die 20er mache ich jetzt noch. Jetzt auch noch keine Kraftwerke. Dann kriegen wir wenigstens den Holzpreis noch in den Griff. Kambodscha. Dann gibt es in Kambodscha noch... Warum kann ich in Kambodscha keine Kraftwerke bauen? Da ist doch auch schon wieder irgendwas kaputt. Jetzt. Weiß nicht, warum der Knopf hier gefehlt hat. So, Kambodscha noch. Und dann haben wir noch Mekong. Und dann reicht's. So. Sehr gut. So, die Kraftwerke sind da, wo ich jetzt die Autos gebaut habe, auch fertig. Wo war das jetzt wieder? Meine Güte, bis du das immer alles gefunden hast, ne? Wo war das? Oh Gott. Hunan, ne? Ja, Hunan war das. Können wir umstellen auf Elektro. Dass auch im Kraftwerk gearbeitet wird. So, jetzt kommen die Regierungsverwaltungen. Dann müssten wir uns so ein Besteuerungsgedöns auf jeden Fall in den Griff kriegen. Wir haben jetzt noch knapp 2 Jahre vor uns. Wir machen heute Überlängenfolge. Ich ziehe das heute auf jeden Fall durch. Unsere Minen sind alle voll. Das ist doch super. Wir stehen mittlerweile auf 1,2 Milliarden. Das ist so abartig. Es ist so abartig. Und ich denke, die Regierungsverwaltungen sind recht zügig fertig. Die bauen, glaube ich, relativ schnell. Ja, ja. Dann würde ich sagen... ziehen wir nochmal den Krieg gegen Großbritannien nebenher. Gucken einfach, ob wir das noch schaffen. Obwohl, das ist zu viel, ne? Das kriegen wir zeitlich nicht mehr rein bis 36. Da endet ja das Spiel einfach in 2 Jahren. Schade. Das Diplomatiespiel geht ja schon 6 Monate. Das wird nichts mehr. Vielleicht mache ich eine Zusatzfolge hinten raus. Wo wir das nochmal probieren. Überlege ich mir mal noch, ob ich das noch mache. Weil Lust hätte ich schon. Einfach London einnehmen. Ich glaube, das wäre... Das wäre so ein schöner Abschluss. Weil wir haben immer noch 24.000 Bürokratie. Was ist denn mit den Institutionen? Okay, komm, Vollgas. Vollgas. Das Amt für Inneres interessiert mich tatsächlich nicht so. Was zahlen wir Sozialhilfe mittlerweile? Nur noch 165.000. Na, dann können wir hier doch die Sozialhilfezahlungen mal verdoppeln, oder? Auf 40%. Das ist doch auch gut für den Lebensstandard.
Da muss man vorsichtig sein in China mit der Sozialhilfe, aber ich glaube, verdoppeln können wir sie auf jeden Fall. Aber wir haben sie von 300.000 halbiert im Grunde, ne? Das heißt, den Leuten geht es schon zunehmend sehr viel besser. Das finde ich schon eine schöne Sache. Ja, und dann kann ich, während wir hier unsere Regierungsverwaltungen bauen, schon mal darauf hinweisen bezüglich nächstem Let's Play, weil einige gefragt haben, ob ich noch eins mache in Victoria. Ich werde auf jeden Fall mit dem DLC eins machen. Das DLC ist angekündigt für den 24. Juni. Das sind ja noch fast 2 Monate. Wir können in der Zwischenzeit noch eins machen. Allerdings werde ich am 24. Juni mit dem DLC auf jeden Fall ein neues starten. Das bedeutet, wenn wir diese 2 Monate füllen mit einem weiteren Victoria 3 Let's Play, dann kann es natürlich sein, dass ich das am 24. Juni einfach beende. Egal wie weit wir sind. Das wäre die Prämisse dafür. Das King Let's Play hatte jetzt ungefähr 25 Folgen. Das sind, wenn ich alle 2 Tage eine Folge raushaue, sind das 50 Tage. Es könnte gerade noch reinpassen. Aber da ich jetzt auch nicht gleich morgen damit anfange, sondern wenn, dann erst nächste Woche oder so, wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Dann hören wir halt 1900 auf oder so. Wenn das keinen stört, können wir noch ein Let's Play reinschieben. Ansonsten warten wir bis zum 24. Juni und ich überlege mir in der Zwischenzeit irgendwas anderes. Wenn euch das egal ist, machen wir noch eins. Und dann macht mir bitte Vorschläge. Also ich habe ein paar Ideen für mich selber. Also mich würde Persien mal sehr interessieren. Habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, da kann man einiges machen. Persien würde mich interessieren. Äthiopien würde mich interessieren. Wobei ich da auf Twitch schon mal angefangen habe. Weiß ich nicht, ob ihr da ein Let's Play dazu wollt. Sokoto wäre was, wo man, glaube ich, einiges tun könnte. Vielleicht. Ansonsten die USA natürlich, wäre eine Möglichkeit. Und viel mehr Ideen habe ich nicht. Also das sind so meine Ideen. Persien, Äthiopien, Sokoto oder die USA. Ja, wenn ihr andere Ideen habt, haut sie raus, haut sie drunter. Ich überlege mir was. Es muss natürlich was sein, was irgendwie Sinn macht. Und es muss was sein, was ich auch spielen möchte. Weil wenn es mir keinen Spaß macht, dann merkt man es, glaube ich. Aber wenn ihr Ideen habt, haut sie raus. Vorausgesetzt, ihr wollt überhaupt ein Let's Play, was wir im Zweifel in der Mitte dann beenden, ne? So viel mal an Informationen dazu von mir, den Rest überlasse ich euch, weil ihr müsst euch das ja angucken dann, ne? Ihr müsst euch das ja dann angucken. So. Ne, 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 ne. Wir nehmen Sterblichkeit. Wir nehmen immer Sterblichkeit in China. Wir haben genug Leute. So. Sind die Regierungsverwaltungen jetzt fertig? Ja, da kommen doch schon Marinebasen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Aber es ist eine schöne Sache. Und dann müssten wir doch die Steuerungskapazität jetzt... Ja, 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 in der Nordmandschurei fehlen jetzt noch Leute. Wobei da erst angestellt wird, okay. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben die jetzt endgültig in den Griff bekommen. Ja, wir haben nur noch 80.000 unrealisierte Steuern. Wir schreiben das Jahr 1934 und wir haben die Besteuerung in China in den Griff gekriegt. Es hat uns nur 98 Jahre gekostet. Und Bürokratie 33.000 mittlerweile. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du arbeitest hier mit Zahlen, das ist nicht mehr vorstellbar. Ich habe in fast 900 Stunden Victoria 3 habe ich sowas noch nicht gespielt. Also... Das ist so abartig. Die Forschung für die U-Boote ist gleich fertig. Dann können wir unsere Flotten... Können wir da was tun? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich kenne mich bei der Marine gar nicht so gut aus, stelle ich gerade fest. Ich muss mal reingucken, ob da was machbar ist dann. Ah nee, wir können halt nur U-Boote hinzufügen, ne? Naja, das ist gut für Konvois überfallen. U-Boote sind halt super für zum Konvois überfallen. Wir haben eine fette Offensive, eine schlechte Defensive. Ja, ansonsten die Panzerturmschiffe, Zerstörer, Großlinienschiffe, das ist gut, wenn ihr Schlachten führen müsst in Seeknoten. U-Boote sind geil, wenn ihr raiden wollt. Also Konvois.
Das ist so das Ding, ne? Jetzt machen wir noch 1000 Bataillone voll. Ich hätte Lust. Hier ist ein Admiral weggestorben. Ein Demagoge. Das ist alles nix, ne? Ja, wir haben keine gescheiten... Wir kriegen keine gescheiten Generäle mehr. Das ist echt schlimm. Hier haben wir ja auch noch ein paar Flotten reingepackt. Und die kriegen auch mal noch einen. Was soll's. So. Sehr gut. Oh Gott, wir machen schon wieder 1 Million plus. Jetzt machen wir noch 1000 Bataillone voll. Warum werden das eigentlich weniger? Das waren doch gerade über 600. Wo verschwinden die denn hin? Wie dem auch sei. Gucken wir doch mal. Er sagt schon wieder zu viele. Es ist wirklich lästig, ne? Es ist wirklich lästig. So, jetzt ist das doch weg. Warum steht hier immer noch plus 7? Also diese Anzeigen habe ich auch immer noch nicht verstanden. Wir haben 35 plus 30. Das müssten eigentlich 5 Lanzenreiter. Das sind genau 70.000. Die 70.000 sind auch da, volle Mannstärke. Warum hier plus 7 steht, kann ich euch nicht sagen. Ich habe keine einzige Kaserne gequeued. Also das ist irgendwie auch noch Quatsch, glaube ich. Aber gut, gucken wir mal, ne? Jetzt sind wir hier auf 50 hoch. Dann können wir hier auch noch hoch. Dann ist das eine 100er. Dann machen wir hier eine 100er draus. So. 100, 100. Hier machen wir eine 100er draus. So. Hier machen wir eine 100er draus. Dann brauche ich hier 17. 17. Dann sind es hier 50 und hier 33, ne? Das war Quatsch. So, 33. So. Dann haben wir hier eine 100er. Hier fehlen uns 11. Machen wir hier 3 Stück. Und hier 8. Fünf und acht sind 13. Dann fehlt noch einer. Quatsch. So, dann haben wir die gemacht. Hier haben wir 53. Dann brauchen wir hier 23. So. Und hier brauchen wir 25. So. Dann haben wir hier eine 100er. Dann brauchen wir hier noch 9. Das sind so wilde Werte, ne? 9. Und hier brauchen wir 20. So. Dann haben wir auch das gemacht. Hier fehlen uns 13. Oh ja, dann machen wir hier 4 raus. Machen hier hinten 17 rein. So. Hier haben wir 39. Das ist ein bisschen wenig. 28. Ah, die ist aber noch nicht voll. Okay, die ist noch nicht voll. Dann müssen wir mal... ja, das ist jetzt wieder... das ist jetzt wieder lästig, ne? Na, ist egal. Wir tun einfach so, als wäre sie voll. Dann brauchen wir hier 22. Und da hinten haben wir 11. Da brauchen wir dann 39. Machen wir mal hier. Verteilen wir die mal ein bisschen. So, 39. Tun wir mal so, als wäre sie... So, da haben wir eine Einer. Die schmeiße ich einfach weg. So, dann haben wir hier noch eine Sechser. Die Sechser mache ich einfach auch noch voll auf 100. Dann haben wir genug, glaube ich. Großbritannien stellt sich auf die Seite Preußens. Was ist da denn los? Hamburgischer Proletarieraufstand. So Quatsch. So, hat 3-3. Dann brauchen wir hier noch 47. Dann gehen wir doch mal hier runter. So, und hier auch 47. So, wunderbar.
Hä, wir haben jetzt so viele Kasernen gebaut und haben trotzdem nur 178 in der Queue. Das ist alles schon Wahnsinn. Es geht alles viel zu schnell. Bis ich das hier durchgerechnet habe, ist es schon vorbei, ne? So, Seewegestrategie ist hervorragend. Sehr gut, sehr gut. Da kommen jetzt die ganzen Kraftwerke. Müssen wir dran denken, wenn die fertig sind, dass wir es umstellen. Ja, die Kasernen kommen ja schon. So schnell kann ich sie gar nicht queuen, wie die kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Ist die Sozialhilfe schon durch eigentlich? Nee, sie noch nicht. Das Arbeitsschutzamt auch nicht. Krass, es ist so krass. Ja, und wie sieht's jahrestechnisch aus? Noch 1,5 Jahre haben wir vor uns. Pasteurisierung braucht kein Mensch. Ich finde es aber spannend, dass wir immer noch Technikverbreitung haben. Großlinienschiffe verbreiten sich. Das heißt, wenn sich Großlinienschiffe verbreiten, bedeutet das, irgendjemand hat schon Großlinienschiffe. Ich guck mal auf die Insel. In die Marinebasis. Um Gottes Willen, das ist aber eine wilde Mischung. Da hat noch Holzschiffe, Panzerschiffe, Turmschiffe, Kriegssegelschiffe, Aufklärungskreuzer, Zerstörer, U-Boot. Das ist eine wilde Mischung. Das ist eine wilde Mischung. Naja. So, ansonsten, die Kraftwerke sind gebaut. Das heißt, ich gehe jetzt... Oh, das geht hier nicht, ne? Wie stelle ich jetzt... Oh je. Äußere Mandschurei, Elektro. Wir hatten alles, was mit 20 zu tun hat, könnten wir umstellen. Wenn du es findest, ne? Das ist jetzt wieder arg lästig. Hier fehlt eine Sortierfunktion. Ganz dringend fehlt hier eine Sortierfunktion. Hier ist ein 20er. Den kann ich noch nicht umstellen, weil das... Ernsthaft, da ist das Kraftwerk jetzt noch nicht fertig. Hier können wir umstellen. Hier ist das Kraftwerk auch noch nicht fertig. Hä, da ist doch kaum noch was in der Bauschlange. Ihr macht mich fertig. Elektro. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, oder? Ja. So, jetzt müssten die Kraftwerke aber doch gleich fertig sein. Es war Guyana und es war Lhasa. Das machen wir doch hier rüber, das geht schneller. Wo war Lhasa? Es war doch irgendwas Großes hier. Sind die Kraftwerke immer noch nicht? Na sag mal, eine Woche noch. Aber Guyana können wir machen, jetzt. Elektro, bitte. So, und jetzt Lhasa. Dann haben wir alle Elektro. So, Arbeitsschutzamt erhöht, das ist schön. Die Kasernen sind fertig, die Bauschlange ist leer. Die Bauschlange ist leer, der Investitionsfonds wächst jetzt mit 1 Million. Das ist doch abartig, oder? Wir bräuchten, guckt euch das an. Wir kommen nicht mehr hinterher. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir kommen absolut nicht mehr hinterher. Hier werden noch Leute angestellt. Das ist okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch bauen soll. Es ist unglaublich. Brauchen wir erst nochmal 50 Wein. Das können wir brauchen. Ansonsten Fleisch müssten wir. Wir müssten wieder mehr Viehhöfe bauen. Können wir das über den Marktpreis machen? Ich denke schon. Ja, guck mal. 50. 46. 20. Das ist gut für die Leute, die da vor Ort wohnen. Machen wir das mal so. Und so. So und so und so und so und so. Komm. Ich denke, das passt. Machen wir jetzt beim Rest auch. Zucker können wir, glaube ich, gar nichts mehr machen, oder? Da haben wir nicht so viel. Oder haben wir noch was dazu bekommen? Oder auch, wir haben dazu bekommen. Dann bauen wir mal komplett aus. Bolivar, Zulia, da brauchen wir noch Eisenbahnen. Mehr Eisenbahnen. So. Bauen wir das mal noch aus. Dann haben wir auch das vielleicht noch mal. Gummi können wir nichts mehr machen. Wein, Eisen ist auch so ein Ding.
Das kriegen wir irgendwie auch nicht mehr in den Griff. Wo es geht. Ja, wir bauen erstmal da, wo wir genug Infrastruktur haben, würde ich sagen. Gyeonggi und die innere Mongolei. Da müssen wir dann mal gucken. Und wo war Gyeonggi? Hier drüben, das ist Korea. So, dann haben wir erstmal wieder genug in der Bauschlange. So, und dann gehen wir jetzt gleich ins letzte Jahr, würde ich sagen. Ich denke, uns geht's sehr gut. Also, ich stelle jetzt die Steuern wieder runter. Das können wir uns leisten. Dann kriegen wir den Lebensstandard auch wieder hoch. Damit sinken die die Sozialhilfezahlungen sind jetzt wieder auf 350.000 oben durch die zweite Stufe der Sozialhilfezahlungen. Feine Sache, würde ich mal sagen. Teuer, teuer. Aber ansonsten, wir haben immer noch niedrige Lebensstandards. Ja, wir finden immer noch Öl. Das ist unglaublich. Wenn auch nicht mehr viel, ne? Das sind ja nur noch kleinere Mengen, die da zu finden sind. Gummi haben wir keins mehr. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Holz aus, nachdem wir das jetzt gemacht haben mit Elektro? Ja, plus minus null. Von daher geht das eigentlich. Funk, ist es okay. Können wir uns leisten. Fleisch kriegen wir jetzt. Zucker kriegen wir. Autos kriegen wir auch nicht in den Griff. Also das ist, ich glaube, so viele Motoren können wir gar nicht brauchen, wie wir Autos bauen müssten, ja. Also die müsste man dann auch alle wegexportieren irgendwo hin. Das ist, ja. Chongqing ist auch so ein Land, wo es immer noch fast 5 Millionen Bauern hat, ne. Das ist, weißt du, wisst ihr, wenn ich das jetzt weiterspielen würde, würde ich hier wahrscheinlich, oh, hier müssen wir gleich mal nach der Eisenbahn gucken. Würde ich hier jetzt 20 Eisenbahnen reinbauen. Nach diesen 20 Eisenbahnen würde ich 100 Motorenwerke bauen. Danach hier die 48 Kraftwerke, die man dann ja noch umstellen kann auf Kohle. Und dann würde ich hier nochmal fett Autos produzieren. Also ich würde jetzt nicht mal mehr 50 bauen, ich würde jetzt anfangen 100 zu bauen und Motoren anfangen zu exportieren. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch machen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Besteuerungskapazität aus? Freunde, ja, wir haben sie im Griff. Wir haben sie offiziell im Griff. Darf ich das so sagen? Ich glaube schon. Hier müssten wir nochmal je 10 bauen. Ich glaube, hier könnten wir nochmal 7 machen. Und hier 9, damit das schöne gerade Zahlen sind. Monk-mäßige gerade Zahlen. So, da ist die Besteuerungskapazität ja eh noch knapp. So, und dann haben wir es tatsächlich im Griff. Wir haben keine Steuerverschwendung mehr. 7000 noch. Wir haben das tatsächlich in den Griff. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das in den Griff kriegen. Aber alles in allem, glaube ich, ist das sehr gut gelaufen. Wir können jetzt, das letzte Jahr läuft, wir können jetzt mal wo reingucken, wo ich noch nie reingeguckt habe mit China, nämlich in die Volkszählungsdaten. Mich würde nämlich mal noch interessieren, wie das mit der Diskriminierung aussieht, bezüglich Kultur. Wir haben 626 Millionen akzeptierte und nur 26 Millionen diskriminierte Kulturen. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Bei der Religion ist es wahrscheinlich schlimmer, oder? Wir haben 16,7 Millionen akzeptierte und 9,89 Millionen diskriminierte Religionen. Und was ist mit dem Rest? Was ist mit dem ganzen Rest? Interessant, ne? Wo ist der große Block? Religionen alle. Das ist doch, Moment mal, wo ist denn der große Block? Hä? Haben die alle keine Religion oder was?
Warum nur 26,6 Millionen und der Rest sind Atheisten oder was? Also wir haben 6 Millionen Mahayanisch, 6 Millionen Katholiken, eine halbe Million Protestanten, 1 Million Sunniten, 33.000 Schiitisch, Theravadisch, 10 Millionen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Haben wir irgendwo einen Filter drin? Wir haben doch 650 Millionen Menschen. Haben die alle keine Religion oder was? Moment, wie heißt denn unsere Hauptreligion? Geh jetzt mal in so einen Staat. Chongqing war doch so einer. Wo so viele Leute leben. Was haben wir denn hier? Religion. Mahayanisch. 100%. 33 Millionen. Mahayanisch. Warum taucht das hier nicht auf? Mahayanisch. 6,18 Millionen. Das verstehe ich nicht. Wenn ich mal nach Staat sortiere, müssten wir doch Chongqing irgendwo haben. Moment. Das stelle ich jetzt genauso ein. Ah, hier ist doch ein Filter drin. Oder kommt mir das nur so vor? Alle. Ah, das geht nicht, ne? Ich glaube, das überfordert die Volkszählungsdaten hier. Kann hier nicht alle. Ich habe zwar alle ausgewählt, aber er nimmt nicht alle. Ich glaube, das schafft das Spiel nicht. Weil das ist auf jeden Fall falsch. Also, das ist auf jeden Fall falsch. Gut, aber die Beschäftigung ist... Ja, das stimmt halt nicht, ne? Kannst du nicht vernünftig nachgucken. Schade. Es hätte mich jetzt interessiert, wie viele Menschen von unseren 650 Millionen wirklich beschäftigt sind. Aber 5 Millionen ist halt auch Quatsch. Also, das ist... ja. Kriegt das Spiel offensichtlich nicht hin. Oder ich bin zu dumm, aber... gut. Was sollen wir machen? Das stimmt auch hier von den Mengen her nicht, ne? Das sind nie im Leben 650 Millionen. Das ist schade, ich hätte mir jetzt angeguckt, wie sich unsere 650 Millionen aufteilen, aber... Oder was ist, wenn ich hier... Oh Gott. Okay, da war wohl irgendwo noch ein Filter drin. Jetzt ist es doch besser. Das sieht doch viel besser aus. Wir haben nach wie vor 300 Millionen Bauern. Das ist aber weniger als die Hälfte. Deng ist unser neuer Kaiser. Moment, das muss ich mir kurz angucken. War eine Wahl? Ah nee, der ist weggestorben, ne? Der ist weggestorben. Nee. Hä? Achso, doch, Deng. Ist auch von der Kirche, ist ein Royalist. Na gut, hat sich nichts geändert. Wir haben die 1000 Bataillone übrigens, darf ich darauf hinweisen. 1000 Bataillone, das heißt, wir haben... Ah, schade, ich habe gedacht, wir schaffen die 10.000 Prestige noch. Naja. Gehen wir nochmal zurück, weil jetzt kann man uns das richtig angucken. Wir haben also 298 Millionen Bauern. Das ist tatsächlich die Minderheit mittlerweile. Fast 5 Millionen Kapitalisten. Verkäufer. 16 Millionen Ingenieure. 17 Millionen Bürokraten, 34 Millionen Büroangestellte, 2 Millionen Aristokraten, Offiziere hat es nicht so viel. Ja gut, und Akademiker haben wir halt sau wenig, ne? Das war immer unser Problem. Deswegen kamen ja auch die Intellektuellen nie groß raus. Aber jetzt können wir nochmal nach der Religion gucken. Jetzt sieht das besser aus. Ja, jetzt sieht das besser aus. Dann können wir jetzt auch nach der Diskriminierung nochmal gucken. So, akzeptiert haben wir 627 Millionen. Das ist eigentlich okay von unseren 654 und wir diskriminieren 26,6 Millionen Menschen. Kulturtechnisch, das ist eigentlich okay. Und religiös sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Jetzt ist schon wieder ein Filter drin, ne? Filter raus, wo der immer herkommt. Oh Gott, das Spiel hängt immer übelst, wenn du hier auf Zurücksetzen drückst. Akzeptierte Religion, 638 Millionen und 16,4 Millionen Diskriminierte. Das geht eigentlich, ne? Das geht eigentlich. Dann gucken wir mal nach der Beschäftigung. Wir haben 606 Millionen Beschäftigte. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä, wir haben doch noch. Und Unbeschäftigte, ja, und 48 Millionen Unbeschäftigte nach wie vor, ne? Die nichts zu tun haben. In Alaska... Oh je, meine. Hauptsächlich in Alaska. Warum haben wir in Alaska so viele Arbeitslose? Eieiei, okay.
So, dann gucken wir mal noch nach der Arbeitszufriedenheit. Na, ich muss nochmal zurücksetzen. Oh Gott, es hängt. So, Arbeitszufriedenheit. Wer ist zufrieden? Es sind von 600 Millionen Menschen, die arbeiten, nur 92 Millionen zufrieden mit ihrer Arbeit und trotzdem verarmt und trotzdem unterm Lebensstandard-Limit gedönst. Das ist auch wild. Das ist ein polnischer Arbeiter in einer Goldmine in Alaska, der mit seiner Arbeit zufrieden ist, aber unterm Minimum, Lebensstandard-Minimum lebt. Das ist auch eine wilde Mischung, ne? Der polnische Arbeiter in der Goldmine von Alaska. Das finde ich ja mega. Der polnische Ingenieur, der ist aber wohlhabend. So, und wer ist arbeitssuchend? 565 Millionen Menschen sind nicht zufrieden mit ihrer Arbeit. Also, ist arbeitssuchend bedeutet nicht, er ist arbeitslos. Das bedeutet, er hat aktuell eine Arbeit, ist aber unzufrieden damit. Das ist krass, ne? Also, ich finde dieses System immer noch richtig schlecht. Also, muss ich leider so sagen. Ich finde dieses System nach wie vor richtig schlecht, was sie da eingeführt haben mit diesen Arbeitssuchenden. Weil es sind fast alle. Es gibt fast, die wenigsten Menschen sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Und es ist mir nicht erklärlich, wie du in einer Kohlemine, die so ein Saldo hat, die so eine Produktivität hat, wie du da unzufrieden sein kannst. Aber die Leute sind halt einfach überall unzufrieden. Es ist fast egal, wo sie arbeiten. Ihr habt es ja gesehen, also 90 Millionen von 600 Millionen, die arbeiten, sind unzufrieden. Das ist schon grausig, ne? Das ist schon richtig grausig. Naja, wir haben jetzt das Fleisch wahrscheinlich wieder in den Griff bekommen, nehme ich an. Ja, Wein immer noch nicht. Fisch wird jetzt wieder teuer, Kohle wird teuer. Ja, wir könnten jetzt einfach noch 100 Jahre weiter bauen, glaube ich. Wir sind mittlerweile bei 1,3 Milliarden. Das heißt, wir haben nochmal 300 Millionen draufgelegt. Das ist. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir die Milliarde schaffen, ne? rückblickend, bisschen lächerlich, ne? Ein Lebensstandard von 12. Wir machen jetzt gut eine halbe Million minus. Was hauptsächlich an den Sozialhilfezahlungen liegt, die mittlerweile auf 400.000 wieder hoch sind durch die nächste Stufe, ne? Das ist schon krass, das heißt, du müsstest die Steuern wieder in die Mitte stellen, dann ist wieder alles schön und gut, aber wir könnten natürlich auch die 134 Millionen Goldreserven erstmal da rein investieren. Ja, wir hätten so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt Bürokratie ohne Ende durch die Telefone. Ja, wir haben es in China geschafft, die Institutionen fast alle aufs Maximum zu bringen. Wir könnten. Sozialhilfe können wir uns natürlich nicht leisten. Und das hier unten, das Amt für Innere, mit dem war ich nie zufrieden. Weil minus Revolutionsfortschrittstempo und so ein Quatsch, das ist... Ich hätte gerne die garantierten Freiheitsrechte gehabt. Sage ich, wie es ist, die hätte ich gerne gehabt, die haben wir aber nie gekriegt. Weil das hätte ordentlich dafür gesorgt, dass die Radikalen runtergehen, dass die Loyalisten hochgehen. Das wäre noch mega gewesen für unser Land. Das haben wir aber leider nie geschafft. Ja. Ansonsten, wir haben die 1000 Bataillone vollgemacht. 300 Flotten, das heißt, wir sind armeetechnisch, wenn ich mal auf die Welt gucke, das kann man hier, glaube ich, sehen. Ja, armeetechnisch sind wir auf Platz 1, flottentechnisch nur auf 2, da hat der Brite wahrscheinlich ein paar mehr. Aber das wäre kein Problem, wir könnten einfach nochmal schnell 200 bauen, das wäre nicht das Ding. Ja, und ansonsten, wir sind der Warenvorreiter auf so ziemlich alles, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dampfer, Porzellan und Kaffee. Huch. Dampfer, Porzellan und Kaffee ist, glaube ich, das Einzige, wo wir nicht Nummer 1 sind auf der Welt, was die Produktion anbetrifft. In Kaffee echt nicht? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Wer ist da die Nummer 1 bei Kaffee? Wartet mal, lasst mich gucken. Wo ist der Kaffee? Kann man, glaube ich, hier unten irgendwo sehen, ne? Wenn man hier guckt. Ich glaube, man konnte das irgendwo sehen. Ja, hier. Die Nummer 1. Die British East Indies ist die Nummer 1. Die produzieren 150 Kaffee mehr als wir. Also wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ah, wir haben auch nicht so viel zur Auswahl, leider. Schade. Schade. Ja, ansonsten, wir haben so viele Häfen gebaut. Dampfer.
müsste man wahrscheinlich... Nö. Ah ne, das sind Panzerschiffe. Ja, Dampfer sind mittlerweile teuer. Da könnte man wahrscheinlich an den Schiffswerften, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, geschweißt haben wir noch nicht. Wenn wir das umstellen könnten, dann wären wir da auch die Nummer 1. Ja. So, Leute, wir sind in der letzten Woche. Wir haben es geschafft. Ich glaube, dieses Let's Play war sehr erfolgreich. Also ich war mir am Anfang nicht sicher, ob wir China in den Griff kriegen. Großbritannien belegt uns mit einem Embargo. Schade für unsere ganzen Handelsrouten. Direkt 100 Millionen BIP weg. Aber gut, das ist uns jetzt egal. Wir sind durch. Kommt ein bisschen spät. Aber, ja, was soll man sagen, Leute, ne? Es ist überragend. Es ist absolut überragend. Wir haben, also das BIP, wir hatten hier irgendwo mal ein Loch drin, aus Gründen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ah, das war das Himmlische Reich. Ich glaube, hier hatten wir das Himmlische Reich. Ansonsten, der durchschnittliche Lebensstandard ist dann auch irgendwann mal, nachdem es hier die ersten 50 Jahre konstant auf 8 war, oder auf 7,7 so, kam dann hier irgendwann der Punkt mit der Sozialhilfe, wo wir dann auch angefangen haben, explizit etwas für den Lebensstandard zu tun. Da ging es dann ordentlich nach oben. Klar, Prestige ist natürlich, also China wird langfristig immer die Nummer 1 sein. Dafür haben sie einfach viel zu viele Leute. Und bei Bevölkerung auch klar. Das war hier auch, weiß ich nicht, was das für ein Ausbruch war. War das das Himmlische Reich? Dann passt es aber nicht mit dem BIP zusammen. Weiß ich nicht mehr. Kann ich euch nicht mehr sagen. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe, ihr auch. Ich glaube, wir haben da einiges auf die Beine gestellt in China. Und ansonsten liegt es jetzt an euch. Machen wir jetzt ein halbes, dreiviertel Let's Play bis zum DLC. Weil beim DLC wird es definitiv ein neues geben. Oder machen wir so lange Pause. Und wenn wir ein dreiviertel Let's Play machen, mit was machen wir es? Ich habe euch ja während der Folge mal gesagt, was mir so vorschwebt. Könnt ihr ja sagen, was ihr davon sehen wollt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge. Haut sie drunter. Und ich werde dann... Wahrscheinlich, also wenn ihr diese Folge hier seht, dann ist es Montag. Also die kommt am Montag, wann ihr sie seht, weiß ich natürlich nicht. Die erscheint am Montag. Ich würde dann zum Wochenende oder Anfang nächster Woche, wenn ihr euch dafür entscheidet, ein neues Let's Play starten. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns auf Twitch vielleicht ab und zu mal. Da habe ich ja jetzt auch angefangen. Mehr unregelmäßig als regelmäßig, aber so 2-3 Mal die Woche kriege ich schon hin. Zu streamen. Da gibt es nicht nur Victoria 3, aber auch oft genug. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen in diesem Let's Play. Hoffe, wir sehen uns dann im nächsten oder auf Twitch oder sonst irgendwo wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.